Egal, was Bastian Pastewka macht, ist halt witzig. Und wenn der dann noch so eine Persiflage vom Kölner Karneval macht, mit seiner clownesken Art, das ist brutal. So, Freunde, ich bin der kölsche Jupp und jetzt geht los, liebe Freunde. Hier ist was los, Musikfreunde. Auf ich noch eine Pension. Dein Jonisch. Larissa! Geh weg! Da stand eine Frau schießt zum Dom herum. Scheiße. Und hätt zu mir gesagt, wenn dat Trömmelsche auf den Mömmelsche klopft, dann hässet anders. Wenn der Trömmelsche dann den Mömmelsche klopft. Also eine haben wir schon. Die ganze Welt hat Driss am Rappel. Nicht uns zu Huss auf dem Gezappel. Denn wenn der Trömmelsche auf den Mömmelsche klopft, dann hässet an der Kapp. Und wenn der Trömmelsche dann den Mömmelsche klopft, dann kriegst du doch nimmer ab. Nimm dir ne Kölsch und hässt das Selbstgesahnt. Bis Radadol am Fastenloch. Das war also eine schöne Nummer, aber für das Format grenzwertig. Weil das ist auch ein Trick und sehr, sehr fies ist, wenn man eine Performance hat und mit der Performance nicht mehr aufhört. Freunde, geht weiter. Pass auf. Als ich dann in der Schule ging, da Ich verstehe kein Kölsch, deswegen kann ich das ja gar nicht verstehen. Ah, schön, dass mir so aus, das habe ich nicht gewollt. Ich habe als ich dann in der Schule gehen. Da Halleluja. War schon wieder. Es ist sehr, sehr schwer, ihn anzusehen, weil er auch einfach in diesem Kostüm so bescheuert aussieht. Fürchterlich. Also das war für mich war die Hölle. Oh. Da kam der Schutzmann bitter an und er hat zu mir gesagt, wenn das Trommelchen auf den Mömmelchen klopft, dann hässe an der Kack. Und wenn das Trommelchen dann den Mömmelchen klopft, dann kriegst du dann nimmer ab. Die ganze Welt hat Driss am Rappel. Mir stund zu Huss auf dem Gezappel. Wenn das Trommelchen auf den Mömmelchen klopft, dann hässe an der Kack. Und wenn das Trommelchen dann den Mömmelchen klopft, dann kriegst du dann nimmer ab. Bin hier ne Kölsch und hätt gesorgen. Bis Radadol am Fastenabend. Nimm dir ne Kölsch und hätt gesorgen. Ich kotze dich voll am Fastenabend. Also ich habe mehrere Nummern im Programm gehabt und diese war eine, die ich mir natürlich lange vorher ausgedacht habe. Ich musste eine Musik komponieren, ich musste mir ein Lied ausdenken und da ich aus dem Rheinland komme, habe ich einfach alle Stichworte, die es so in Karnevalssongs gibt, habe ich alle hintereinander geschrieben. Also immer der Dünnes, der Dom, der Frau Schmitz, ne? Das ist alles da, der Schutzmann ist der Pitter und so. Diese ganzen Figuren, ich habe keine Ahnung, was das alles soll, aber das ist im Rheinland irgendwie rheinische Folklore und ich dachte, das baue ich irgendwie zusammen und singe ein Lied, was keiner versteht, nicht mal ich selber, ne? Wenn der Trommelsche Opto Böhmische kommt. Keine Ahnung, was das bedeutet. So ein Fantasielied, wie war da Hadedude da? Und das habe ich gemacht, weil ich dachte, okay, zumindest ist es zur Zerstreuung gut. Und dann habe ich aber gedacht, nee, jetzt muss ich mich auch richtig blöde anziehen, wie so ein alter Lappenclown. Und habe dieses rote zu breit Jackett mir besorgt und diese Orden und sowas alles. Das kommt alles aus dem Original Kölschen Karneval. Das ist mit Herz. Und das habe ich natürlich vorher vorbereitet. Andere Dinge, die mir so im Laufe der Staffel eingefallen sind, die ich im Laufe der Staffel präsentiert habe, zwei habe ich mir am Abend vorher ausgedacht. Aber ich dachte, ich brauche noch irgendwas, irgendeinen Fall brauche ich noch im Köcher. Das war die Hölle, ne? Also das ist halt, das spricht halt so aus ihm raus, ne? Und du merkst halt, damit ist ja, das hat er so aufgesogen. Und Annette hat es ja sofort zerlegt, ne? Das war auch so gemein, dann haben die das einfach weiterlaufen lassen, ne? Da habe ich auch gedacht, Leute, Moment mal, hier ist doch gerade Pause. Und Annette kugelte sich auf diesem Teppich so. Und das war ja auch nochmal schlimm, weil du gesehen hast, wie jemand so herzhaft darüber lacht, weil das einfach so unglaublich lustig war. Und du stehst dann da und denkst so, Alter, ich hasse Karneval, also persönlich jetzt, ne? Und das feierte ich so hart ab in dem Moment und durfte aber nicht. Also ganz schlimm, aber Bastian und Max haben da sowieso ein Ding nach dem anderen. Da habe ich gedacht, wie vorbereitet seid ihr denn hier gerade? Also ein Batteriefeuerwerk an Komiks war unglaublich. Wenn jetzt einer einen Witz macht, dann weiß er, okay, kommt man zum Arzt, dann kommt gleich die Pointe. Aber er hat es halt auch so überdreht. Also die Nummern, die er gemacht hat, die waren ja gefühlt irgendwie 3 Tage lang. Und wenn ich da 3 Tage irgendeinen Scheiß erzähle, dann müssen natürlich irgendwann alle lachen. Also ich habe, das war für mich, also ich habe da auch zu Klaas gesagt, das weiß ich noch,
Wenn ich jetzt noch drin wäre, dann würde ich jetzt rausfliegen. Ganz sicher. Dann aber auch mit einem schallenden Lachen. Also das hätte ich mir fast... Das ist so ein bisschen das, was ich mir auch gewünscht hätte, dass ich mit einem schallenden Lachen rausfliege. Aber Bastian in dieser Rolle, egal in welcher Rolle, ey, Bastian Pastewka, es ist einfach der deutsche Will Ferrell für mich. Der kommt rein und du musst lachen. Der kam im Aufzug da rein und ich wäre schon dreimal rausgeflogen. Dabei hat er noch gar nichts gemacht. Keine Ahnung, wie der das macht, aber er ist einfach ein fucking Genie, was das angeht, Leute zum Lachen zu bringen. Wie bringt man 10 Spaßgranaten zum Verzweifeln? Mit nur einer Regel. Lachen verboten. Das ist halt Folter. Oh, fuck. Scheiße. Lachen, das passiert einem einfach so. Und davor habe ich Angst. Good luck! 6 Stunden Psychoterror. Borkus! Nimm Borkus! Ich muss ja über jeden Scheiß lachen. Ist denn deine Nummer? Anke Engelke, Annette Frier, Max Giermann, Klaas Häufer-Umlauf, Martina Hill, Kurt Krömer, Bastian Pastewka, Larissa Ries, Tommy Schmidt und Tané. Das ist der absolute Wahnsinn! Last One Laughing, die neue Staffel, ab 1. Oktober, nur bei Amazon Prime Video.